Ist das ein Harp? Nee, das ist ein Zeichen für einen Nierenkarte. Ja, okay. Geil, oder? Geil, es ist extrem, ist cool. Aber guck dir dazu ein, was hast du da gemacht? Auch so ein Let's Auspack oder so. Let's Auspack, ja. Unboxing heißt es. Unboxing, yes, genau. Und da, Auspack, da könnt ihr dann sehen, was, wie das Mikro aussieht. Ja. Das ist sowas wie eine Art Herbstkörper drin. Das sieht ein bisschen aus, das Zeichen für Neon Caracas. Das heißt, wenn du dir jetzt hier vorstellst, da wo dieser Kerbe ist, ja, da steht das Mikrofon und dann nimmt das in die eine Ach so, Richtung auf. Ja, und okay, das soll das eigentlich bedeuten. Also nimmst du, okay. Hat nur Sinn, das jetzt zu stimmen. Da gibt es noch sowas wie Super Mira und das geht nicht noch. Gut. Oder? Jetzt werden wir dann sehen, nicht? Dann zieht er mir ein ab, dann zieht er wieder zwei ab. Das kommt drauf an, wie er dich trifft. Ja. Scheinbar ja, ne? Also, im Rücken zieht wahrscheinlich. Aber das ist jetzt das aktuelle Level, oder? Nein, das ist Level 3. Level 2 kann ich gar nicht erst dran. Ah, dann probier mal Level 4 vielleicht. Vielleicht Level 4 einfach einfacher. Die zukünftigen Level, die eigentlich. Logisch, das ist immer so. Oder vielleicht hast du im Level 1 irgendein Special vergessen. Oder? Ich kann zwar nochmal zurück, aber da wird nichts weiter sein, glaube ich. Weil es ist zwar etwas dort, was ich sehe, wo ich nicht ankomme. Es ist auch hier zu sehen, die. Bevor ich jetzt zu dem Feuergeist komme, ist unten hier eine Wand, die eindeutig zum Zerstören vorgesehen ist. Ja, aber die Fähigkeit ja fehlt noch dafür. Ich denke, du bist wie Mega Man. Im Grunde ist das Spiel leicht, wenn man die richtigen Voraussetzungen hat. So denke ich nämlich auch gerade. Ja, guck mal, wie viele Skills du da noch bekommen kannst. 5 Stück mehr, also 6 insgesamt. Deswegen macht er dich auch egal platt. Ja, weil dir das Wasser fehlt. Ja, dir fehlt auch Erde. Ja, da, gut, okay. Man hat ja schon oft davon gehört, dass man Sand auf Feuer draufschmeißen sollte. Das stimmt schon. Aber wenn das Feuer dann doch kommt, sollte man aber der Tür. Den seine Attacken ziehen. Übelst viel, ja. 2 ab. Seine Berührung zieht 2 ab. Und aber vielleicht ist das doch ein Endboss. Nee. Also, Fakt ist, beim nächsten Treffer muss ich aufladen. Ausgerüstet, yeah. Und jetzt musst du noch den richtigen Knopf drücken. Du weißt, was du drücken musst. Keine Ahnung. Hast du Select überhaupt? Ich hab Select? Ja. Ich guck mal, was du drücken musst. Für Ability 2. Wir gehen mal Welt. Ja, gehen wir in den Welt. Gehen wir Welt 4, weil es einfach auch, wie schon mal hier. Einfach. So, mal die schicke Karte an. Dann drehen wir uns in die richtige Richtung. Ah, das ist ein Spiel, wo ich jetzt mal sagen kann, da kann man viel Zeit investieren. Ja, das wird so wie bei Castlevania sein, dass du hier sehr viel üben musst. Ah, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, wie Eggraiser. Ist eigentlich ein Klon von Eggraiser, wenn man so will. Ha. 1 zu 2, die waren quasi identisch, wobei die auch sehr hart sind. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Warte, noch ein Stück, noch. Aber Eggraiser spielt er bestimmt auch irgendwann mal. Ja, irgendwann mal. Schauen wir mal. Aber viel Spaß, das ist sehr, sehr hart. Das ist nur. Guck mal, das sieht doch gut aus. Mit sowas kennst du dich doch aus. Ja. Das hat ja gerade geklappt. Ja. Ach, ist ja toll. Easy. Das hat ja sogar ich geschafft. Ach, jetzt weißt du, was da so klopft. Das ist der. Die sieht aus wie aus Alien, die Köpfe, die da aus. Ja, so ein bisschen, ja. Oh, du kannst dich dann mit dem. Oder so. Ich hab jetzt eigentlich daran gedacht, du kannst dich ja mit dem Ding hochziehen. Hä? Da kannst du ihn festhalten. Okay. Das ist natürlich fuck, aber jetzt kannst du mit dem Kopf natürlich noch hoch. Höher. Was rüber? Perfekt. Nice. Hammer nice. Ging gerade ein Licht aus und jetzt wieder an. Soll ich nochmal erwähnen, wir sind hier gerade auf dem Snacks Projects Treffen. Man hört das nämlich gar nicht, weil die Tür zu ist. Wir haben uns extra ein bisschen abseits gesetzt, damit nicht extrem viel Hintergrund. Was ist denn das für ein Käse? Ist doch schön. Viele Geister, die du abschießen kannst. Ist doch geil. Ich nicht. Das erinnert mich an diese Level in Mario 2. Boah! Ja, boah. Nee, Mario 3 war es auch so. Ganz zum Schluss die 8. Welt und die ganzen. Ja. Aber wenigstens muss ich nicht ganz auf Teil. Das stimmt allerdings. Die Übersetzung davon. Einfach mal reinlaufen, das kannst du ja 1-1 nehmen. Sogar. Ja. Du musst bloß das ROM so benennen wie deine Safe. Oder das Helfset so wie das ROM. Oder so, das ist dann bei den
schon gemacht hast, nicht umstehen. No. Hoch mit dir! Ja, ich dachte, die können nicht da drauf fliegen, aber die können sie doch. Und die kommen nochmal zurück. Das ist ja unfair. Unglaublich unfair. Jetzt hast du es doch gepackt, Mann. Das ist ein anderer Strudel. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist das Ding, was dich anzieht. Ah! Oh! Jetzt kommt schon wieder irgendwas da in den Bus. Ah, guck mal, was zum kaputt machen. Ja? Press the X-Button. Und wie wechselt man darauf? Aber X. Hey. Du hast doch schon alle Knöpfe gedrückt, hast du nicht? Ja. Guck mal. Hm. Ja, ist ja beides auf dem gleichen Slot. Was? Ach, den kriegst du doch, wo platter war. Ich weiß nicht, wie viel da mehr abzieht, aber viel hat er. Vor allem, du kannst dich nicht mal ducken, ja? Warum denn auch? Sonst für Anfänger. Aber weißt du, was er im Gegensatz zu seinen Kollegen, ich wollte gerade sagen, was er nicht macht? Ey, die Dinger bleiben stecken. So, frisch. Die anderen sind auch stecken geblieben. Jo. Aber die haben dir dann nicht wehgetan. Also, jetzt hat er's. Achtung! Nice. Das ist mal ein bisschen braun geworden. Ja, jetzt hast du ihn gleich. Du hast ihn gleich. Oder er mich. Er wird uns also rot. Ne, der wird. Die anderen, die sind auch nicht besonders rot geworden. Das ist ja auch gut. Nein! Jetzt hast du ihn. LOL! Siehst du, ich hab's gesagt. Nimm die 4. Da ist leichter. Ja. Wir haben es dir die ganze Zeit schon gesagt. Ich bin immer gespannt, was du jetzt für einen Skill bekommst. Ja, hoffentlich kriege ich erstmal ein bisschen mehr Energie, das wäre nützlich. 7 Stück sind nicht besonders viel. Eine Aufladung. Jetzt weiß ich aber auch, für was die Kugeln sind mit dem Feuer drin, ne? Das zählt immer als HP. Weil das okay. War eine große Kugel und das halt alles und die kleine wird dann nur 1 heilen. Ah. Was zum Henker ist denn das wieder für ein Käse hier? Das ist ja umgekehrt zu dem, was es bei Castlevania gibt. Da hast du im 4. Level, da dreht sich der Turm um dich herum. Du läufst praktisch der Schwerkraft entgegen. So irgendwie, wenn das Sinn macht. So. Zack. Hopp. Und ja. So, ich muss natürlich auf der halben Höhe fahren, dass wir das anhören. Das wird für einen HP-Balken wahrscheinlich zählen. Ah. Fliegst du jetzt gerade nach oben? Ja, irgendwie hat er gerade auf. Ich weiß von gar nichts. Eigentlich. Ja, wo musst du jetzt hin, ne? Ich würde mal tippen nach oben. Ich würde mal tippen nach oben und dann kommt eine Wand und dann geht's auch nicht mehr weiter. Und da wird es ab. Okay, dann gehen wir mal rein. Klopf, klopf. Das ist jetzt vielleicht wie bei anderen diversen Rollenspielen. Na klar, der Axtbruder. Das ist nicht mehr der Hammerbruder, sondern der Axtbruder. Das ist die 18er Version von Mario. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich scheiße, ne? Ah, jetzt hast du aber Glück gehabt. Guck mal, der Axtmann ist wieder da, der Axtmörder. Oh, der Geist auch. Ich bin blöd. Böser Geist. Oh, das ist fies. Ah! Er geht natürlich vor, schon mit so. Nee. Nicht. Nein. Ach, dann ist es schon das höchste jetzt. Ja. Du kannst dich doch kratten, siehst du? Und jetzt bist du doch perfekt. Ja. Kann ich jetzt... Oh, ey. Du machst mich heute noch fertig, Blecker. Na, dann geh mal durch. Hätte ihr sehen können, dass hier auf der linken Seite dann die ultimative Waffe ist. Es kommt bestimmt wieder einer und textet mich zu, der dass Mond. Er mein Ende ist. Ja, der Grünling. Der grüne Kobalt. Das ist bestimmt jetzt hier irgendwas wie... Guck mal, der lacht wieder so dämlich. Ich bin pflanzlich nett, dich wiederzusehen. War der nicht vorher grau? Der war doch grau gewesen, das ist ja grün. Ja, ne, der hat jetzt das Blood Ability, das ist jetzt Bisa... Bisa-Knoss. Ne, eigentlich wollte ich jetzt so auf Bisa-Geul. Ach so. Dieses Mal habe ich keine Gnade. Oh, er kann doppelstimmig sprechen. Der ist blöd. Guck mal, er hat. Ich habe ihn vor bald platt gemacht und diesmal hat er keine Gnade. Ja. Diesmal stirbt er dann richtig oder was? Jetzt brauchst du natürlich Feuer. Die Pflanzen ist Feuer gut, oder? Genau. Oder Erde.
Vielleicht wenn du Erde hast, dann zieht er dir nicht so viel ab. Ach, keine Ahnung. Der ist ja doof. Guck mal, was er kann. Wird noch höher fliegen. Ah, der erinnert mich jetzt so ein bisschen im Nachhinein. Kennst du Metal Gear Solid 4 und Guns of the Patriots? Nee, ich kenn das die 3 noch. Und der erinnert mich so ein bisschen an diese Gegner, die da rumrennen. An diesen einen Boss. Ich weiß nicht, wie es hieß. Rage? Ich glaube, Rage war das. Da ist so ein Riesenvogel und der schreit immer rum. Rage! Rage! Das ist natürlich eine Frau. Weil die ganzen Bosse Frauen sind in dem Teil. Okay, bist du die Adresse? Weil ich das auch organisiert habe, das war doof, wenn ich wir nehmen jetzt schon noch ein bisschen auf. Bleibst du? Kannst du ja René liebe Grüße sagen. Kannst du mitgehen? Wir nehmen ja eh auf. Was, Achtung! Der hat dich da hochgebracht in seinen Strudel. Genau, aber dann war er doch die Luft raus. Das, was der gerade gemacht hat, der hat mich in die eine Richtung, also der hat mich zu dem Ding praktisch immer gezogen. Ich komme nicht von dem schnell weg. Das ist wie der Angriff von dem Gegner vor Dracula bei Zelda, dem Tod, den du da hast, der macht da hier so ein... Du meinst Castlevania, nicht Zelda, oder? Ja, Castlevania, sorry. Der tut mit seiner Sense da in der Luft rumfummeln. Ja. Und dadurch bist du dann auch zu dem gezogen. Ach nee, der hebt die Hände nach oben, die Sense dreht sich. Und die schleudert dann auch noch durch den Raum durch. Du musst praktisch in der richtigen Zeit springen und ja. So bist du gleich down. Ich glaube, wir müssen auch nochmal in die Controls gucken. Nicht, dass ich ja X tatsächlich auf nichts gesetzt habe. Oh, 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 oh. Ja. Selber schuld, der Typi. Warum packt ihr doch so ein Teil? Ja, sehr gut. Nice one. Jetzt kommen wir wieder. Ich habe keine Gnade. Er lacht. Ich meine, ich bin auch. Ich habe doch Gnade. Nein. Mein Wirbelwind wurde besiegt. Was bist du denn nur für einer? Du. Und ein Gargoyle. Bis bald. Was? Firebrand. Er meint wahrscheinlich sowas wie Feierabend. Jetzt lässt du wieder was fallen. Oh. Wer hätte das nur gedacht? Du hast das Wappen der Luft, Elgargoyle. Mhm. Ja. Und kannst weit hoch fliegen. Ja? Geil. Das bringt jetzt richtig viel. Ja, ne? Also, das spart mir die Buchung bei der Lufthansa. Aber jetzt kannst du vielleicht nochmal in die 2 gehen. Da brauchtest du doch viel fliegen, oder? Mal gucken, ja. Ich hab, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ist das. Noch eins? Ja. Ja. Er kann nicht zurückfliegen, er kann nicht rückwärts fliegen, ich kann zurückdrücken, er kann es nicht. Oh. Das konnte aber. Konnte das Lufti bei Secret of Mana? Ich glaube ja. Konnte der rückwärts fliegen? Der hat einen Rückwärtsgang, der fette Drache. Exit, du bist ja in der Stadt, ja? Ja, ich speichere. Ich hab den Level ja gar nicht da, gesehen. Da ist ja ein Typ, der steht hier unten, kann ich ja nochmal zeigen. Bitte. Der glümmelt ja ab, ne? Ach da. Hey du, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du fremd hier? No. Ja oder no, ne? Was soll ich wählen? Mach nee. Ich hätte dann nee vielleicht. Nein, nee ist auch blöd. Der rote Dämon Firebrand, ach der heißt so, ist aus dem Kolosseum geflohen. Das bist doch du, oder? Richtig. Ich hörte General Arma, jagt ihn jetzt. Ach, du bist er. Firebrand. Was für ein epischer Name. Ich mache jetzt mal hier die andere Funktion. Ja, bitte. Ich bin jetzt. Hey, cool. Das ist natürlich eine fette Ability, ja? Und ich kann nach oben fliegen. Geil. Ja. Nice. Kannst du die Dinger jetzt kaputt schlagen für mich? Ich kann das nicht kaputt machen. Ich bin nach oben. Und dann kann ich hier. Ich meine die Wand. Kannst du die jetzt kaputt hauen vielleicht mit deinem Wirbelwind? Ne, okay. Der besteht ja auch bloß aus Luft, was soll in der Luft dagegen machen? Ah, das habe ich gesehen. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist ein paar Mal.
Schön finde ich übrigens auch, dass die Hintergründe hier sehr gut sind. Ja, die finde ich, find ich cool bei dem Wald. Hat auch beispielsweise der Wald so, so Hitzeflackern gehabt. Ach so? Mhm. Ah, cool. Hab ich nicht drauf geachtet. Aber ich finde die, find die Hintergründe finde ich cool. Ich finde die Grafiken allgemein cool gemacht. Der sieht doch richtig mega jetzt aus hier, dein Super Gargoyle mit dem Luftmedaillon, finde ich. Ja, das ganze Level fliegt, ohne ja. Sich dafür zu interessieren, was da runter ist. Das ist wie bei Mario, wo du die ganze Zeit nur durch die Level fliegst.